Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von City Skyline. Ich glaube, wir hatten in den letzten zwei Folgen ein paar Tonprobleme. Es könnte sein, dass ihr den Sound die ganze Zeit doppelt gehört habt, aber es kann nur sein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Was ist denn hier passiert? Da steht ein Krankenwagen. Oder liegt ein Krankenwagen. Die Feuerwehr war schon mal da. Da ist die Straßenwartung. Oder die Straßenwart, Arbeitssicht. Ja, Junge, Junge, was ist denn hier los? Wir brauchen einen Krankenwagen. Okay, da möchte ich mir, das möchte ich mir nicht angucken da. Das ist, naja. Okay, was macht eigentlich unsere U-Bahn? Also Bahn hat Strecke, alles easy. Aber was macht unsere U-Bahn? Die sieht eigentlich ganz gut aus. Nutzen 12%. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das ist gut. Hier stehen aktuell 107 Mann. Okay, hier ist ja richtig was los. Hier ist ja richtig Action in der Bude. 150 Mann warten da. 160 Mann und da kommt gerade der Zug rein. Wie viel hast denn du so mit? Du hast... Nee. Ich möchte wissen, wie viel der Zug da mit hat. Du hast 184 Leute drin. Was ist das denn? Okay. So. Ja. Finde ich top. Finde ich top. Wir warten gerade so ein bisschen auf Kohle. Hier können wir ein bisschen was verbessern tatsächlich. Hier könnten wir, glaube ich, ein bisschen was verbessern. Glaube ich auf jeden Fall. Auch hier machen wir zweispurig rein. Könnten wir hier sogar nicht dreispurig machen. Moment. So. Und hier machen wir mal vierspurig draus. Auch wenn die sich nicht dran halten. Auch wenn die sich nicht dran halten. Aber vielleicht können wir dadurch so ein bisschen da den Wind rausnehmen. Der Wind wird dann halt hier anhalten, aber ja, es gibt hier immer noch ein, zwei, drei Möglichkeiten, irgendwo anders lang zu fahren. Aber wenn ich das hier schon wieder sehe, warum fährst du? Was? Der fährt von hier rechts, dreht hier, fährt da rum und fährt da wieder rein. Warum? Ach ja. So. Wir können noch ein paar Ziegel kaufen. Ich würde tatsächlich die hier gerne immer noch kaufen. Aber die kosten, die sechs kosten schon 1,2 Millionen. Wobei ich dann sogar glaube, wir sollten hier auf jeden Fall ein bisschen besser bauen, dass wir hier geradeaus besser kommen. Also 1,2 Millionen ist das Ziel. Wir könnten ein Darling aufnehmen. So. Dann können wir es auf jeden Fall kaufen. So, alles klar. Dann kaufen wir es mal. Klug. So, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder dasselbe Spielchen, was wir auch da drüben gemacht haben. Schade, dass man hier nicht irgendwie copy-pasten kann oder so. Das wäre tatsächlich relativ cool. Aber leider nein. Was denn für Stadtgrenzen? Junge. Ach so. Ja. Ich verstehe. Aber
Ihr versteht da, glaube ich, irgendwas falsch. So. Ich habe da eine Idee. Ey. Ihr habt da eine Idee. Aber nur eine kleine. So. Hey. Dann habe ich hier doch, was ich wollte. Edgy Badge. Gut. Jetzt haben wir die zwar die Krumme, aber das ist mir jetzt gerade kackegal. Hauptsache, wir haben das Ding da stehen. So, dann. Ich baue das jetzt auch riesig hier, ne? Also, nicht wundern. Ich baue das jetzt auch hier riesig. Das da ziehen wir jetzt einfach hier einmal rüber. So. Dann kommt hier ein Kreisverkehr hin. Hier ein Kreisverkehr hin. Hier in der Mitte kommt irgendwo nochmal ein Kreisverkehr. Ist das die Mitte? Könnte tatsächlich die Mitte sein, ne? Lassen wir es einfach als Mitte. Dann nehmen wir die da. Und packen die da einfach jetzt dran. So. Dann. Okay, das ist ein bisschen krumm, aber ist egal. Oh, das ist ein bisschen sehr krumm. Das ist doch nicht egal. Okay, warte mal. Dann machen wir den Kreisverkehr wieder weg. Und nehmen den jetzt als oben als Mitte. Obwohl das nicht bei weitem nicht die Mitte ist. Also bis hierhin ist 800. Und hierhin ist 700. Also wäre der komplette Weg wären 1,8. 1,8. 1,8. 918, also 900. Das wären irgendwo doch hier, hä? Okay. Ja, dann bauen wir das mal darunter. Dann bauen wir das mal darunter. Die werden wir gleich so oder so wieder abreißen. Und dann bauen wir hier eine. Wir bauen jetzt einfach stumpf, ne? Also, wir werden jetzt hier nichts Großes machen. Oh, das, okay, das ist, das geht halt gar nicht. Also so ein bisschen gucke ich dann doch schon drauf, ne? Also so ein bisschen möchte ich dann doch schon drauf gucken. So. Okay, dann haben wir hier wieder den Platz, wo dann später alles reinkommt. Und den Rest bauen wir wie gehabt. Einfach Bögen, Bögen und noch mehr Bögen. Noch ein. Und noch mehr Bögen. Blub. Da geht er schon dran. Das da machen wir einmal weg. Und hier fangen wir jetzt direkt mit denen da an. Weil die gerade benötigt werden. So, sehr gut. Okay, dann könnten wir das eigentlich. Warte mal, jetzt muss ich mal was testen. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Leider. So, zwei hoch. Zwei hoch. Zwei runter. Eine hoch. Oh, da haben wir jetzt aber ein Problem, ne? Haben wir da nicht ein kleines Problem, mein Freund? So. Da haben wir jetzt aber ein ganz kleines Problem. So, machen wir das wieder weg. Und dann machen wir das dahin. Okay, haben wir. Wir werden hier einfach weiterbauen, bis wir das Viereck voll haben. Das war wirklich viel zu viel. Alter Schwede. Das war ja viel zu viel. Okay.
Gut, dann haben wir das. Also, wir brauchen hier auf jeden Fall Gewerbegebiet. Er verlangt Gewerbegebiet, deswegen geben wir ihm hier ein bisschen Gewerbegebiet. Dann hätte er gerne Büroflächen. Die geben wir ihm natürlich auch gerne. So. Und somit wächst auch hier ganz langsam die City. Wir bauen hier mal ein paar Parks hin und lassen. Jo. Und machen den letzten Bogen. Ich glaube aber, wir werden hier noch mal Bögen noch mal anbringen müssen. Weil da ist mir zu viel Platz tatsächlich, der mir da gerade verloren geht. Hier unten ist in Ordnung. Das ist fein, aber das hier geht ja gar nicht. So, dann machen wir das einfach so. Wie überlappend. Was klappt denn hier über? So, hier sind Strommasten. Da oben ist ein Großbrand. Was ist denn hier los? Niedergebrannt, niedergebrannt. Was ist denn hier oben los? Könnten wir hier vielleicht nochmal eine Feuerwehr haben? Vielleicht so. Und den Schuppen auch noch dran. Was ist denn da bitte los? Hier brennt ja alles gerade nieder. Naja, die kriegen das schon hin, die kriegen das schon hin. Hier machen wir aber dasselbe. Ah, guck mal, warte mal. Wir könnten, glaube ich, das dicke Krankenhaus bauen. Das werden wir jetzt hier hinbauen. Und ich hoffe, dass es den Leuten dadurch einfach ein bisschen besser geht. So. Das haben wir nämlich jetzt auch endlich. Somit dürfte es denen bald nochmal besser gehen als jetzt schon. Ja. Er macht halt immer noch nichts. Doch, er hat nochmal Post geholt. Yay. Er hat nochmal Post geholt. So, sind wir jetzt immer noch am Brennen hier oder geht jetzt? Muss ich die jetzt alle abreißen oder? Machen die sich selbst wieder startklar. Oder haben auch richtig viele Leichen drin, merke ich gerade. Und warum haben wir hier eigentlich diese Fußgängerzonen? Die haben wir wirklich rundherum, ne? Das ist interessant, Alter. Das ist. Aber es funktioniert scheinbar. Ich habe schon wieder Ideen. Achso, was machen wir jetzt mit dem Strom hier? Wo geht denn das überhaupt hin? Das geht. Ist die Linie, die nach draußen führt, ne? Ja, genau. Scheiße. Das ist die Linie, die nach draußen führt. Da müssen wir uns irgendwas überlegen. Können wir hier. Warte mal. Können wir hier. Maybe. Das dahin bauen. Und. Das. Hallo? Dahin und da anschließen. Okay, dann müssen wir es auf die andere Seite setzen. Warte mal. Dann müssten wir es auf die andere Seite setzen. Dann könnte es vielleicht funktionieren. Warte mal, den machen wir nochmal weg. Der kommt mit. Und zwar hierhin. So. Und dann würde es doch funktionieren, oder? Jo, dann scheint es zu funktionieren. Dann können wir das nämlich hier alles abreißen. So. Und er würde dann hier den Strom exportieren. Wir können hier nochmal eine Straße nach unten bauen. Hier eine Straße nach oben. Hier nochmal eine Straße hier durch. Warum machen wir jetzt gerade so wenig? Mach keinen Scheiß hier. Mach keinen Scheiß. Wir bauen mal ganz kurz hier ein paar Läden. Wir machen ja gerade richtig Minus. Ich glaube, dieses Krankenhaus ist ein bisschen teuer. Warte mal, 1, was? Wait a minute, warte mal. Aus. Sorry, aus. Das machen wir einfach aus.
Ja, jetzt haben wir eine 500.000 plus. Ist jetzt zwar auch nicht so viel, aber besser als Minus. Besser als Minus. Okay. Wo warst denn du? Unsortierte Post. Okay. Fährt er denn jetzt raus hier? Nö. Der fährt halt wirklich immer noch nicht raus, ne? Wir können mal was versuchen. Wir können die ja mal hier hinhauen. Ach so, das kostet. Oh. Okay. Das kostet Geld. Die Sachen zu verschieben. Mhm. Mangel an Arbeitskräften. Ja, tö. Was soll ich jetzt machen? Hier wohnen halt 700 Familien drin. Haushalte 214. Und du sagst, ach egal. Was beschwere ich mich eigentlich? Was beschwere ich mich eigentlich? Was beschwere ich mich eigentlich? Hier, kannst du noch mal ein paar Häuser schon mal haben hier. So. Hier, die könnt ihr auch haben. Stimmt, die habe ich ziemlich wenig gebaut. Diesmal hier diese gemischten Gebäude. Aber irgendwie wird es noch nicht so ganz durch, ne? Es will noch nicht. Es will einfach noch nicht. Es muss wieder einfach einen Boom machen und dann alles easy. Ja, muss ich die jetzt wirklich alle abreißen, oder was? Oh, ich speichere mal lieber. Warte mal, ich speichere mal lieber. Ich habe hier irgendwie ganz schlechte Erfahrungen mit Abrissen. Ich habe hier ganz schlechte Erfahrungen mit Abrissen. Oh, hupsala, da habe ich einen zu viel abgerissen. Ah, egal. Ups, noch ein. So. Guck mal, dann sind auch die Leichen da weg. Und ich krieg irgendwie irgendeine Steam-Errungenschaft. Irgendwie 1000 Gebäude abreißen. The commercial district is booming, as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our. Das müssen wir gleich nochmal genauer gucken. Jarva Mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. So. Nein. Also wenn ich hiermit fertig bin mit dem Abreißen, dann habe ich auch bald 1000 Gebäude, glaube ich. Also sieht ganz gut aus. So. Was ist das hier? Das kann auch einfach weg. Da ist auch noch ein bisschen was weit weg kann. Da auch. Hier auch. So. Was haben wir hier unten noch? Nein. Da müssen wir gleich mal genauer reingucken. Hier muss ein kleiner Park hin. Den nehmen wir gerade nicht bauen können, weil wir kein Geld haben. Den können wir auch nicht ab. Also ich kann abreißen, aber bringt halt nichts. Jetzt fliegt hier unten die ganze Zeit rechts. Sie haben folgende Errungenschaft. 148, 159, 150, 151. Von. Katastrophe. Oh. Was sind denn noch welche? Die habe ich ja eben gar nicht gesehen. Oder sind die jetzt neu? Sind die jetzt neu hinzugekommen? Nee. Hallo.
Okay. Da ist auch noch einer. Gut. Okay, wie sieht's hier aus? Da sieht's gut aus. Wie sieht's hier aus? Wir haben gleich wieder Geld. Wir haben gleich wieder Geld auf dem Konto. Yay! Hallo? Das ist die falsche Richtung. Warum haben wir denn jetzt 2 Millionen plus? Wenn ich das Ding ja wieder anmachen. So, jetzt haben wir nämlich noch 1 Million plus und wir haben einen Hubschrauber. Aktive Fahrzeuge. 1 von 31. Junge. Also rechts unten ist immer noch richtig Party. Jetzt haben wir 2 Millionen. Oh, hä? Okay, ich sag da nichts zu, ne? Aber ich glaube, die Zahl stimmt nicht. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass diese Zahl nicht stimmt. Wir gehen ja weiter ins Minus statt ins Plus. Krankenwagen unterwegs, Patienten, 1 von 500. Das kostet halt wirklich 1,5 Millionen Kohle. Warum gehen wir weiter ins Minus, wenn hier Plus steht? Ja, dann kann ich das erstmal nicht laufen lassen. Dann muss ich das tatsächlich ausmachen. Es geht leider nicht anders. Ich würde es ja gerne laufen lassen, aber... Jetzt sind wir bei 100.000. Jetzt sind wir halt bei 100.000. Wir bezahlen halt auch 1,4 Millionen gerade an Zinsen, ne? Wir müssten eigentlich gucken, dass wir irgendwie aus dem Schuldenberg da rauskommen. Wie im echten Leben auch. Schulden ist scheiße. Läuft es denn sonst so oder haben wir irgendwo größere Probleme? Nee, ne? Also größere Probleme haben wir, glaube ich, nicht. Weil es geht weiter ins... Ah nee, das ist Plus, ne? Das ist Plus, ich doof. Da ist doch kein Minuszeichen vor. Wir machen ein Krankenhaus wieder an. Es tut mir leid. Diese rote... Sorry für meine Doofheit, aber ein rotes Zeichen heißt für mich eigentlich meistens, also eigentlich immer, dass ich im Minus bin. Ja, nur hier nicht. Nur hier nicht. Also, wir haben genug Kohle wieder, vielleicht. Vielleicht auch nicht, man weiß es noch nicht. Auf jeden Fall haben wir Kohle und wir können wieder weiterbauen. Okay, aber... Ich werde schon wieder sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.